Ich habe gehört, man kann Snowkiten in einem Tag lernen. Was ist da so die Herausforderung? Man sollte ein bisschen eine Grundfitness mitbringen. Es ist sicher am Anfang nicht ohne, weil man auf 2200 Meter anfängt. Aber man muss kein guter Skifahrer sein. Und ja, es ist innerhalb von einer Stunde, wenn man ein bisschen räumliches Verständnis hat für den Kite, haben wir in einer Stunde das drin. In der zweiten Stunde ist man bereits am Rutschen. In der dritten Stunde ist man bereits am Bremsen, weil es schon schnell wird.